Fasten. Was heißt es genau? Es ist bestimmt eine Kalorienrestriktion. Das heißt, man isst weniger, als man vorher gegessen hat. Und das über einen bestimmten Zeitraum. Wenn man das unendlich machen würde, dann würde man irgendwann sterben, weil man immer weniger Kalorien zu sich führen würde, als man eigentlich gerade verbraucht. Jetzt kann man sagen, gut, Thema Lichtnahrung. Ich hoffe, das Thema ist jetzt nicht ernst gemeint von vielen Leuten. Also als Chemiker gesehen, alles beruht auf Schwingungen. Das ist schon vollkommen richtig, Elektronen und so weiter. Und wenn Wärmeenergie von der Sonne zum Beispiel umgewandelt werden kann in Bewegungsenergie, kinetische Energie, dann kann uns das in gewissem Maße schon nähren, aber niemals ernähren. Ich kann dazu gerne nochmal ein Aufklärungsvideo machen. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Dann kläre ich diesbezüglich nochmal genauestens aus, chemisch gesehen. Wichtig ist beim Fasten, es muss eine Mangelernährung ausgeschlossen sein. Das ist auch in ganz vielen Studien immer als allererstes vermerkt, dies muss ausgeschlossen sein, ja, als allererstes. Das passiert natürlich am schnellsten beim Wasserfasten, beim Saftfasten am zweitschnellsten und so weiter und so fort, ja. Also, es geht, das Fastenthema geht zurück auf Milliarden Jahre, ja, von Prokaryonten bereits, die keine eigenen Zellorganellen besitzen, ja, und auch keine eigenen, so wie Mitochondrien und so weiter, mit Doppelmembran wie wir, das sind Eukaryoten, ne, oder keinen Zellkern besitzen. Zum Beispiel Bakterien wie E. coli und so weiter, selbst die haben schon die Ketose, ja, wo man Ketonkörper dementsprechend bildet und den Metabolisationsstatus in dem Sinne ändert, weil man Energie aus zum Beispiel Fett gewinnen kann. Ja? So, und zwar in dieser Studie wird das mal verglichen. Ja? Hier werden Bakterien nährstoffreiches Medium gegeben oder nährstoffarmes Medium. Und anscheinend konnten die Bakterien in dem nährstoffreichen Medium ja, nur 2,5-mal so alt, weniger alt werden, als die, die gar keine Nahrung hatten in ihrem Medium. Ja? Das heißt, deutlich, jetzt kann man auch auf viele andere Lebewesen übertragen, zum Beispiel Pilze, Würmer und auch Säugetiere. Doch schauen wir uns mal das an, wie sieht es denn bei unserem nächsten Verwandten aus, zum Beispiel bei den Affen. Und auch hier wurde genau das getestet. Kalorienrestriktion, wieder wichtig, auch in der Studie steht hier wieder, ohne Mangelernährung dabei zu erleiden in diesem bestimmten Zeitraum. Ja. So sehen wir das zum Beispiel. Ja, Affen wurden natürlich verglichen, 30 an der Zahl wurden natürlich verglichen. Ja, und man sieht hier, dass ja, altersbedingte Sterblichkeitsrate war um 30% niedriger, ja, in der Fastengruppe. Auch die allgemeine Sterblichkeitsrate war deutlich niedriger und auch die alltagsbedingten Krankheiten. Aber nicht nur das, sondern auch ebenfalls die Graumasse des Gehirns, ja, konnte ebenfalls besser erhalten werden in der Fastengruppe. Was könnte der Auslöser dafür sein? Das könnte jetzt ein 3-Stunden-Video sein. Ich möchte mich hier genauestens etwas spezialisieren auf ein paar Dinge. Und zwar, zu Menschen gibt es dabei genau genommen keine wirklich kausalen Aussagen, aber es gibt hier sehr, sehr starke Korrelationen, die ich einmal aufdecken werde. Ja? Zum Beispiel mal Krebs. Ja? Das ist eine der Haupttodesursachen bei uns in der heutigen Gesellschaft. Und es ist halt eben so, dass Krebs hervorgerufen wird durch bestimmte Genmutationen, ja, Veränderungen in den Genen. Dann werden Sachen falsch abgelesen und dann können Dinge entstehen, die vielleicht nicht so programmiert sind, dass sie Gutes machen in deinem Körper. Und auch hier gibt es Studien, ja, man sieht zum Beispiel, weniger Kalorien, ja, erhöhte dann dementsprechend die Lebensspanne bei Säugetieren. Und interessant ist zu sehen, dass die spontane Mutation von Genen ja, in Leber, Niere und Dünndarm dann dementsprechend mit steigendem Alter zunimmt. Das hat verschiedene Beweggründe. Ja. Zum einen kann der Körper immer weniger körpereigene Antioxidantien zum Beispiel bilden. Dabei fällt natürlich sofort als allererstes ein das Glutathion. Das ist das allerwichtigste Antioxidant bei uns im Körper. Damit steht und fällt fast alles in unserem Körper. Dazu kommt noch das ganze Video rein, weil ich das wirklich thematisieren möchte, wie wichtig das ist. Ja? Das heißt, du bist anfälliger dafür, weil dein Körper sich weniger gegen diese Radikale zum Beispiel schützen kann oder gegen oxidativen Stress und mehr Genmutationen hat eben passieren. Ja? Interessant zu sehen ist aber auch, dass das in der Fastengruppe, hier weiß, ja, die Mutationen in der Leber und im Dünndarm abgenommen haben. Das heißt, du hast quasi eine Verjüngung dadurch gemacht, indem du die Kalorienrestriktion durchgeführt hast. Sehr, sehr, sehr interessant, ja. Das heißt, Fasten hat klar einen Einfluss auf Krebs, ja, und Fasten hat damit auch klar einen Einfluss auf deine Lebenserwartung, ja, das ist ganz klar. Doch ich gehe etwas weiter. Ich sage, dass nicht die Kalorienrestriktion dafür eigentlich zuständig ist, beziehungsweise diese Manifestation zugelassen hat, sondern eher
Die Proteinmenge. Selbst da, wo die ältesten Menschen der Welt leben, ja, in Okinawa zum Beispiel, ja, Japan und so weiter, die konsumieren nur, hat man herausgefunden, 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Befassen wir uns einmal mit IGF-1. Das ist ein Wachstumsfaktor bei uns im Körper. Ja. Wie zum Beispiel Insulin kennen wir zum Beispiel auch. Ja. Und IGF-1 heißt Insulin-like Growth Factor. Und Insulin ist zum Beispiel das anabolste Hormon bei uns im Körper, ja, aufbauendste Hormon. Ja. Und es wird schnell klar, dass nicht die Kalorienrestriktion dafür zuständig ist, sondern der Proteingehalt zur Senkung von IGF-1 führt. Das sehen wir auch hier in dieser Studie. Dass ganz klar nicht die Korrelation dementsprechend IGF-1-Faktor sind, sondern die Proteinmenge, habe ich gerade schon erklärt. So. Nun, was können wir jetzt damit erreichen mit niedrigen IGF-1-Spiegeln? Ja? Und dazu schauen wir uns einfach mal die Untersuchungen hier an. Und das heißt unter anderem, die Regulation von IGF-1 ist zu einer verlängerten Lebenserwartung kommt. Aha, jetzt wird ein Schuh draus langsam, ja? Doch, immer mehr Wissenschaftler sind sich einig, dass IGF-1 definitiv eine Auswirkung haben könnte, gentechnisch basiert, auf die Lebensspanne. Und tatsächlich, anscheinend gibt es Menschen, welche ein A-Allel besitzen auf dem IGF-1 Genen dementsprechend, ja. Die Lebensspanne erheblich zunimmt, ja, nur dass das A-Allel auch für die Verminderung freier IGF-1-Konzentration im Blut sorgte. Das heißt, es ist ein bestimmtes Gen und auf diesem Gen sind bestimmte Allele. So, was heißt das jetzt? Eine Erbse sieht immer gleich aus, ja, nur sie kann auch, oder Linsen. Linse gibt auch rote Linsen und gibt grüne Linsen, ja. Das heißt, wenn diese Linsen komplett das gleiche Gen besitzen, aber zwei verschiedene Allele für Farben zum Beispiel besitzen, dann ist es relativ random, unterschiedlich, Zufall manchmal, ja, welche Farbe sie letztendlich entwickeln werden. Und genau das gleiche ist auch hier, wenn du ein Allel besitzt auf diesem Gen, was dafür zuständig ist, für IGF-1, ablesen so gesehen, Herstellung dann später bei dem Körper, und du das A-Allel davon besitzt, dann hast du sehr, sehr wenig, beziehungsweise weniger freies IGF-1, ja? Und davon gibt es natürlich auch Menschen, die das aufweisen, ja? Und genau dazu gibt es auch eine Studie, die dies untersucht hatte und zum Ergebnis kam, dass jene Menschen mit niedrigeren IGF-1-Konzentrationen, zum Beispiel die verschiedenen Allelausprägungen, dementsprechend einfach länger lebten. Jetzt wird es sehr, sehr interessant. Und getestet wurde das genau auch mit knapp 500 Probanden. Ja? Und man sieht deutlich, dass links sehen wir hier einmal die X-Achse, das ist die IGF-1-Konzentration. Ja? Und wir sehen unten dementsprechend das Alter. Und wir sehen natürlich, dass ganz unten rechts und ganz tief unten bei niedriger Konzentration der IGF-1 die meisten Menschen wohnen. Das heißt, sehr niedrige IGF-1-Konzentration, sehr hohes Alter sehen wir hier. Ja? Das ist nicht kausal, es ist auf jeden Fall so. Wir sehen auch andere Punkte verteilt, aber wir sehen eine sehr, sehr starke Korrelation. Ja? So, und das ist natürlich das, was die Mediziner uns jetzt sagen werden. Ja, das ist alles genetisch bedingt und so weiter, da kann man nichts machen und dies, das. Moment, ich kann das noch einen Schritt weiterführen. Und zwar, wodurch kann man die IGF-1-Konzentration denn noch kontrollieren? Das ist nicht nur eine genspezifische Angelegenheit, ja? Denn dazu gibt es ebenfalls Untersuchungen, ja? Und hier aus dem Jahre 2002, ca. 100 Veganer gegen 100 fleischessende Menschen, ja? Und die Veganer hatten auf einmal plötzlich ganz zufällig einen 13% niedrigeren IGF-1-Spiegel, ja? Auch in der Studie hier 230 Veganer gegen 230 Vegetarier und 230 fleischessende Menschen hatten 9% weniger IGF-1 die Veganer gegenüber den anderen Gruppen. Und ich hoffe, auch jedem ist klar, dass genau Milch auch Wachstumsfaktoren enthält, dieses IGF-1, die was sehr, sehr ähnlich unserem, weil wir auch Säugetiere sind, unsere menschlichen sind. Und auch damit gibt es Studien, die ganz klar zeigen, dass es bei Menschen auch zu IGF-1-Erhöhung kommt durch Milchkonsum und damit auch das Krebsrisiko steigerte. Damit lässt sich auch schnell das Phänomen erklären, dass nicht nur die Fleischessenden und die Vegetarier ja, dementsprechend die IGF-1-Konzentration ca. identisch hatten, ja, sondern nur der Veganismus, wie wir in dieser Studie hier wieder gezeigt, ja, einen niedrigeren Wert erreichen konnte. Ja. Jetzt kommen wir mal kurz zum Fazit. Wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Alles klar, Bruder, muss los. Kalorienrestriktion
Kalorienrestriktion führte in einer Studie zur erhöhten Lebensspanne in so gut wie allen Lebewesen. Doch scheint dies nicht exakt die Kalorien dafür zuständig zu sein, sondern halt ebenfalls eher der Proteinkonsum. Ja? Und genau genommen nicht das, sondern genau genommen welche Proteinquellen noch. Denn es hat sich herausgestellt, dass Veganer einen deutlich niedrigeren IGF-1-Spiegel hatten und damit auch IGF-1 hier definitiv zur Beschleunigung der Alterserscheinungen führte. Das heißt, meine abschließende Meinung ist, mit einem temporären pflanzlichen proteinarmen Ernährung kann man einige Tugenden, das heißt gute Eigenschaften, des Fastens schon sehr nahe, für wen das Fasten überhaupt gar nichts ist. Das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet wieder viel, viel lernen. Ich möchte hier niemanden zwingen, zu konvertieren zu irgendwelchen Veganismus-Religionen. Ich sage einfach nur mal meine Beweggründe, warum ich mich so ernähre. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Abonnieren, Glocke drücken. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder auf vitasomal.de. Wir haben ein neues Produkt und auch neue Tees. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Liposomale Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.